Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sirengeheul in Thief Simulator. Ja, die müssten eigentlich gleich weg sein. Hoffe ich zumindest. Und ein Kerzenleuchter habe ich. Von den dreien. Da der gerade nach Hause gekommen ist, der Kollege hier, ne? Vielleicht sehe ich den jetzt gerade von hier. Der ist auf jeden Fall nach Hause gekommen. So viel. Oh, ich habe ja die Tür aufgelassen. Ist ja noch besser. Versuche ich nochmal. Ich will ihn nur einmal. Vielleicht sehe ich ihn ja auf irgendeiner Ecke hier. An irgendeiner Ecke. Ich weiß nicht, wo er ist. Ob er unten ist oder oben ist. Müsste auf jeden Fall da sein. Ich kenne die Zeiten nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Ich könnte jetzt warten, ob da noch einer nach Hause kommt gleich, aber... Ich höre ihn auch nicht. Vielleicht liegt er im Bett, das kann natürlich sein. Wo waren die Betten? Ja, ganz ehrlich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und müde bin, liegt das schon mal nicht drin. Da ist einer. Der braucht auch noch was, ne? Komm, nimm den noch mit. Da hinten brennt Licht, oder? Wo ist der? Nebenan müsste ich ja zumindest eine Aura oder sowas hören von ihm, wenn er sich umdreht. Oh. Ja, er lag unten im Bett. Jetzt geht er rein. Mann. Okay, er lag unten im Bett. Genau da, wo ich es gedacht habe. Und in dem Moment, wo ich denke, komm, wir gehen jetzt einfach raus, damit wir nicht nochmal erwischt werden. Ja, verkackt, ne? Ach komm, wir fahren jetzt nach Hause. Ein von den, wie heißen sie, Dreierkerzenständern habe ich. Müssen wir mal gucken, ob die respawnen. Wir wissen ja jetzt, wo der stand. Wo stand denn der? Der stand im 105, erstes OG, ne? Wenn mich nicht irre. Und dann links auf der, ja genau da. Links neben dem Tisch da auf der... Ja, okay. So, wir sausen jetzt heim. Ohne jetzt noch irgendwas zu machen. Kommt keiner. Gut, kann ich fahren. Und raus hier. So, ist das nicht so gut, der Raubzug, weil wir halt mehrfach erwischt wurden, aber hey, komm. Immerhin. Gerissen halt total schlecht. Ja, okay, immer ein B noch gekriegt. Ja, ich habe keine Skillpunkte zu verwenden gerade. Das Armband sollten wir ja klauen, das war ja ein Auftrag von uns. Ja, ansonsten haben wir richtig gut Zeug. Oh. Winnie. Always remember to break down the jewelry. There's a tool for it in the shop. Ja, das habe ich schon gemacht. Winnie, das habe ich schon gemacht. So, das erste, was ich jetzt mache, ist, bevor ich das dann nachher verticken sollte, den dreifachen Kerzenständer da reinpacken.
Das ist da drin. Dann gehe ich jetzt hier hoch und gucke mir an, ob es da bei Black Bay irgendwas ist. Ich glaube nicht hier. Dreifache Kerzenständer, einmal haben wir. Autoteil, Elektronik, der Receiver. Es ärgert mich echt, dass ich den versetzt habe, ne? Okay, von den Gitarren habe ich keine. Dachte ich, ach so, dachte ich mir aber auch, dass ich von den Gitarren keine habe. Keine Aufträge. Na ja, gut, zerlege Schmuck in Einzelteile oder in Grundteile oder was auch immer es ist. Habe ich denn so viel Platz? Ja, wahrscheinlich, ne? Juwelierwerkzeug. Juwelierwerkzeug. Das Erbstück. Wir zerlegen erstmal das Erbstück. So. Erstmal die Steine raus. Ich finde, das haben sie echt schön gelöst mit dem. Nur das mit dem Drehen gefällt mir nicht. Statt drehen hättest du dich da frei bewegen müssen. Was? Das war's doch nicht. Oder? Ach, haben die das gekürzt? Kann das sein? Würdest du dich bitte drehen? Weil die kann ich nicht mehr anklicken. Dann haben die das wahrscheinlich gekürzt hier. Tatsache, du musst nur noch die Steine rausholen. Das andere musst du nicht mehr zerlegen. Ja, ist ja schön. Das gefällt mir. Okay, perfekt. So, das Juwelierwerkzeug packen wir wieder weg. Und dann gehe ich jetzt hier hoch und guck mir nochmal hier keine zu hackenden Gegenstände. Ja, das ist doch super. Ja, dann ab zum Pfandleiher, ne? Ist da noch was drin? Zerstört, zerstört, zerstört. Ja, Tatsache. Oder Pfandhaus ist es ja, kein Pfandleiher. So. Türe öffnen. Wie immer gehe ich einen Schritt zu kurz. Box nehmen. Welcome back. Nicht viel, aber immerhin. Meine Box steht auch immer so. $120. Okay, die Armbanduhr schon. Die Alarmuhr kommt auf jeden Fall weg. Die alte Gitarre kann eigentlich auch weg. Die kriegen wir immer wieder neu. Eine Maus, wozu? Hier, die Kerzenständer. $60. Das ist. Die lohnen sich eigentlich immer. Toaster, $70. Okay, Leute, was habe ich falsch gemacht? Armbandteile $800. $1200. Toaster $70. Vielleicht weil er neuer ist. Oh, gut, ich meine im Endeffekt, ne? Öffne einen Trainingssafe zu Hause. Ja, machen wir das. Als nächste Quest quasi. Hab ich jetzt. Ne, warte, ich habe doch noch was im Auto. Ich müsste doch noch die Sachen aus dem Auto. Das wäre realistisch, wenn ich das machen müsste. Ja, alles klar. Gute Sache. Gefällt mir gut. Und deshalb haben wir auch den etwas weniger Platz, weil du maximal 15 Platz im Auto haben kannst, damit du das nicht immer hin und her machst. Das ist sehr gut. Weg. T-Kessel $8. Naja, okay. Weg, 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 weg. Die Alarmuhr und noch ein Kochtopf. Ja, komm. Kleinvieh halt, ne? Aber macht halt auch Mist. So, dann fahren wir nach Hause. Trainingssafe öffnen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet gerade. Sonst hätte ich die Quest schon vorher erledigt. Da ist ein Trainingssafe hingekommen. Och, wie niedlich. Och, das ist ja niedlich. Also ihr seht, wie weit ich voraus bin. Mit meinem Level. Ich weiß nicht, ob das Auto nicht vielleicht jetzt gerade nicht verschwindet oder ob ich das nicht gerade irgendwie sagen kann. Ich
verschrotte den Rest. Und das, was hier drin ist, das kann ich ja auch alles wegschmeißen. Wie man sieht. Lichtmaschine, dreifache Kerzenständer wiederum nicht. Zerschlagene Disk, Tablet wiederum nicht. Also eigentlich ist das alles Müll, ne? Das ist übrigens eine Bremsscheibe. Glaube ich. Komm, ich hau das weg. Das, was wertvoll war, haben wir schon gemacht. Was der für Müll rauskommt aus dem Ding, ey. So, Thema erledigt zu. Ich weiß, wäre jetzt nicht nötig. Ach, guck mal, etwas aus dem Safe rausschmeißen speichert auch. Okay, müssen wir uns merken. So, dann fangen wir mal an, ne? Stimmt auf 99 oder so. Ne, 99 gibt's nicht. 48? Man muss halt relativ schnell auf das erste Klicken hören, ne? Bei den ersten beiden Mal. Beim dritten Mal kannst du ja einfach durchziehen, das ist egal. Das finde ich aber auch ein bisschen affig. Also, bei meinem Safe zu Hause ist es so. Ne? Dass man. Den ich kannte da, ne? Den hier. Also, mein Prozess da. Dass man die dritte Zahl hat und dann einmal noch auf 0 drehen muss. Aber das sind ja auch andere Saves hier. Document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Be a good debt slave and check it out for me. Haha. Das wird gut. Okay, ich soll wichtige Dokumente aus dem Safe von ihm holen. Ja. Ich hab den Haustürschlüssel von 102. Ah, schön. Also wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wenn die dritte Zahl eigentlich auch nur auch noch so gewesen wäre, dass man die nicht einfach dann spammen kann, dann ist das Ding auf, sondern dass man dann nochmal in die Gegenrichtung auf 0 drücken, auf 0 drehen muss. Also wirklich auf 0 auch dann landen muss. Wenn man zu weit dreht, ist dann der Clock aus. Ja, es geht natürlich nicht, also zu, auf 0 drehen. Naja. So, wo haben wir denn, da. Es gibt immer noch keine weiteren Jobs. Also ich bin wirklich im Level weit voraus, glaube ich, mit den Dingern. Ärgert mich jetzt ein kleines bisschen. Gucken, ob was Neues reingekommen ist jetzt. Nein, ist nichts. Okay, dann auf die 102. Hoppala. Diese Kiste ist immer noch eine geile Erfindung, Leute. Aber mal gucken, ob wir jetzt hier den 102 erfinden. Da ist 102. Guck mal, da steht jemand an der Tür. Fenster. Jetzt sag nicht, die ist gerade weggelaufen. Da hab ich's. Die hätte ich jetzt gerne. Eine Info. Ob ich die von unten gerade sehe. Die haben hier keine. Ja, haben sie. Da kommst du ja nicht rauf. Aber ich stand die gerade so gut am Fenster, dass ich die hätte trecken können. Und schon ist sie weg. Da setz dich doch rein. Tatsache. Gerade wieder raus. Das gibt's doch nicht. Der sitzt da hinten jetzt. Das ist sicher. Ja, okay, komm. So, auf 202. Kann man denn hier parken, bitte? Bei der 102 direkt da drin will ich jetzt auch nicht parken, oder? Kann man hier direkt davor parken? Ja, das macht jetzt keinen Sinn, ne?
Ich könnte hier parken. So. Oder zwei. Okay. Die sind gerade alle zu Hause. Und da ist der Schmuck, den ich klauen soll. Boah, jetzt Schmuck sag ich schon, die Dokumente sind da. Sieht mich hier gerade jemand? Eigentlich nicht. Wo gehe ich denn nicht hier vorne rein? Hätte ich die Tür auch machen können, oder? Wo kommt der gerade hierher? Hm, eigentlich nicht. Problem ist. Ja, warte mal, die sind ja gleich wieder aus dem Haus, ne? Die latschen ja gerade bei dir vorne rum. Ja, der ist jetzt hier. Soll ich warten, bis die aus dem Haus sind, oder soll ich jetzt rein? Ich meine, der kommt jetzt hier immer näher, ne? Das ist das Haus, ich erinnere mich dran. Das ist das Haus, wo ich den Zeitpuffer habe. Ja, ich versuche es hier rauszukommen. Aber ich komme nicht gerade mehr raus, das ist das Problem. Ich müsste jetzt vorne die Tür öffnen, glaube ich. Kommen die noch mal in diesen Raum rein? Ich sehe zwar kein Loch darin, doch da oben. Schrank oder sowas? Versteck mich mal hier. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht in diesen Raum reinkommen. Okay, das Verhalten ist erstmal wieder normal. Das ist ein bisschen laut beim Rausgehen, ne, Leute? Schon mal drüber nachgedacht? Ich könnte gerne die Tür irgendwie schließen, wenn ich das könnte. Jetzt kann ich's. Langsam die Tür schließen. Oh, da ist Schmuck drin. Wow. Holla, die Waldfee, da ist Schmuck drin. Nebenan. Das ist vor der Tür. Ich glaube, der Schrank ist besser. Ich glaube, sobald die Tür hier aufgeht, bin ich da drin, ne? Da muss man nicht drüber nachdenken. Aber im Moment macht er ja nichts.
gleich müssen sie eigentlich das Haus verlassen. Das heißt, dann kann ich mich gleich hier komplett umgucken. Oh, Tablet gesperrt. Nehmen wir mit. Ist der Moment, wo ich mir denke, jetzt kommt er hier rein. Jedes Mal. Ist das Licht an? Nein, das Licht ist aus. Das Bild da würde ich gerne klauen. Das sieht nämlich ganz schön aus. Gucken, wie viel das bringt. Will ich das sehen? 10 Dollar bringt das nur? Ja, dann will ich das doch nicht, ja. Schade. Kein antikes Buch oder sowas. Da ist auch nichts Antikes bei. Ich glaube, hier war ich auch schon mit dran, ne? Deshalb ist hier nichts drin. Irgendwas haben sie geändert am Spiel. Irgendwas ist vom Nervenkitzel her höher geworden. Ich weiß nicht, was es ist. Was ist das denn da? Eine Taschenlampe. Bewegungsmelder? Haben die hier drin? Mit dem Licht oder was? Da sitzt da vor der Tür. Okay, der andere arbeitet da hinten. Sie sitzt hier vor der Tür. Ja, alles klar. Leute. Alles klar. Wo war ich dran? Da hinten, ne? Ich kann jetzt hier aber den Safe nicht knacken, weil es hört die, glaube ich. Er wird das nicht hören, aber sitzt ja direkt hier vor der Tür. Ich weiß auch nicht, wo die als nächstes hingeht. Wenn wenigstens mal ihre Routine jetzt nochmal aufnehmen würde und nochmal einen Schritt machen würde, dann wüsste ich, wo die hingeht. Okay. Und dann von da aus wieder zurück zum Platz und sitzen? Nee, zum anderen Platz und sitzen. Und er? Ja, zum Kaffeeautomaten oder was es da ist. Auf jeden Fall müsste es eine Küche sein. Ja, dann weg. Okay, damit müsste ich die Routine für heute Abend drin haben. Das heißt, eigentlich dürfte jetzt keiner mehr antanzen. Alarmuhr nehmen wir mal mit. Platz haben wir ja gerade wieder. Mach das ruhig wieder zu, mein Freund. Ja, jetzt geht er wieder zum... Die Dinger bringen nichts, ne? Ich würde den Schalter gerne betätigen, aber mache ich erst, wenn die außer Haus sind. Ist. Wenn ich jetzt wüsste, dass sie hier nicht mehr reinkommen, ne, dann würde ich ja sofort zum Safe und so und ran und dann sie sitzt da in Ordnung, er steht da doof. Aber ich glaube, er geht als erstes aus dem Haus und sie sitzt dann da, ne? Hätte ich bloß meine Fresse gehalten gerade, ey. Was ist, ich traue mich noch nicht mehr zu räuspern. Weil eigentlich hören die das nicht, aber. Trotzdem, man hat so irgendwie das Bedürfnis, so leise zu sein wie möglich, so leise wie möglich zu sein. Komm, ich mach das jetzt einfach. Ja, komm. Wird schon schief gehen. Hat er nicht gehört. So was. Er verlässt das Haus. Alles klar. Einer weniger.
56. 56, 48, okay. Das ist relativ nah beieinander. Na komm schon. Okay. Da sind die Dokumente. Und eine Vase. Oh, wow. Ja, Winnie. Mich auch, Winnie. Ich kann mich aber nicht bewegen, ist gerade. Das ist das Problem. Ich muss Winnie annehmen. Okay. Stehle das Tablet mit wichtigen Daten. Ja, wo ist es denn? Aus 102. Ach, aus 101. Ja, Leute. Okay, stehle das Tablet aus 101. Aber zuerst... Hallo? Okay, nein. Das bringt also nichts. Da hier keiner mehr ist, können wir uns eigentlich gerade mal hier wunderbar umgucken. Und da die Rollos alle unten sind, ist das auch kein Thema. Das Licht anzumachen. Düt, 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 düt. Guten Tag. Hallo, Kinderzimmer. Ein Gamepad-Controller, den nehmen wir natürlich gerne mit. Komisch, wir haben hier ein Kinderzimmer, aber hier kein Kind hier, ne? Das ist auch ein bisschen... Naja, ich sag dazu nichts. So, aber während ich mich jetzt hier noch ein bisschen umgucke... 25 Dollar, ja komm, nehmen wir mit. 90 Dollar für die Mikrowelle. Ja, wir haben noch nichts Großes, ne? Komm, nehmen wir mit. Mein Gott, ich muss mal eben meine Stimme ölen. Und ich verabschiede mich währenddessen aus dieser Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.